Würde wohl einer dem Vogel bitte sein Stichwort geben? Samurai Pizza Cats. Oh ja! Wen rufst du an, wenn du eine Pepperoni-Pizza willst? Samurai Pizza Cats. Ganz genau. Sie bekämpfen das Verbrechen. Und du weißt natürlich, dieser Speedy Gorgonzola ist der Anführer der Gang. Ein klasse Kämpfer. Und seine Pizza ist auch nicht schlecht. Und die kleine Polyesta, die niemals Angst hat, zieht in den Kampf, wo die Bösen schon warten. Hier ist Guido Casanova, ein wilder, romantischer Raufbold. Dieser Kater kriegt oft einen Korb und oft einen auf die Mütze. Hier kommen die Pizza Cats. Die sind so drauf, die können mehr vertragen, als die Turtles je vertragen könnten. Willst du Käse auf die Pizza? Willst du Käse auf die Pizza? Salami oder Fisch? Salami oder Fisch? Wenn du ihnen auf den Schwanz trittst. Oh nein, tu das nicht. Dann kriegst du eins Gewicht. Ja, aber das kann weh tun. Samurai Pizza Cats. Sie kämpfen für Recht und Pizza. In der ganzen Stadt. 2, 3, 4. Die Pizza Cats sind gleich bei dir. Da ist der Bösewicht mieser als mies. Es ist ein Jammer, dass er in Little Tokyo lebt. Wir haben ein paar furchtbare Fledermäuse und bösartige Krabben. Und sobald uns jemand angreift, nur zu, dann kann die Show beginnen. Mach's dir bequem und leg die Füße hoch und lass dich unterhalten. Und wenn dir die Puste ausgeht, bestell dir einfach eine Pizza. Die Geschichte beginnt damit, dass Guido und Speedy einen Wettlauf zum Teehaus von Lucille machen. Hey, Guido, duck dich! Och, das war ein Foul! Was für ein Foul? Ich hab dir gesagt, du sollst dich ducken, du Truthahn. Du versuchst nur, dich zu drücken. Eine Nachricht von Lucille. Tut mir leid, hat es mir anders überlegt, mit einkaufen. Oh nein! Junge, soll das heißen, wir sind ganz umsonst hierher gelaufen? Sie wusste, dass wir heute verabredet waren. Wie konnte sie uns versetzen? Kann doch mal vorkommen. Sie hat es sich anders überlegt und vergessen es uns zu sagen. Genau aus diesem Grund hat Lucille wahrscheinlich so einen sauberen Verstand, weil sie ihn oft wechselt. An diesem Punkt wäre es möglich, dass Sie sich fragen, wo ist Lucille? Andererseits wäre es auch möglich, dass Sie sich fragen, warum sehe ich mir diese beknackte Sendung an? Ich werde diese Fragen nacheinander beantworten. Erstens besteigt Lucille gerade die Express-U-Bahn auf dem Weg zu einem vergnüglichen Nachmittag mit ihren Kreditkarten im Einkaufszentrum. Bevor ich nun die zweite Frage beantworte, muss noch eine wichtigere Frage erörtert werden. Sieht dieser Zugführer gelangweilt oder besorgt aus? Sagen ihm seine rasiermesserscharfen Instinkte, dass sich Gefahr an Bord des Zuges befindet? Entschuldige die Störung, aber dürfen wir deinen Zug ausleihen? Aufgepasst, ihr Idioten. Dieser Zug ist jetzt unter Kontrolle der Parmesanbande. Jeder, der versucht, sich uns in den Weg zu stellen, wird bestraft werden. Eine Flucht ist unmöglich. Sollte es trotzdem jemand versuchen, erwartet ihn die Höchststrafe. Nein, Überkrähen, nicht die Höchststrafe. Doch, keiner von euch wird zu meiner Geburtstagsparty eingeladen werden. Angesichts einer solch ernsten Drohung sind die Passagiere hoffnungslos hilflos. Und Überkrähe führt seinen bösen Plan ohne Pfeil aus. Nein, ohne Fell. Ich meine ohne Fall. Das soll heißen wie am Schnürchen. Später im Quartier der Pizzacats. Habt ihr Jungs den Artikel über die U-Bahn gelesen? Wie kann etwas so Großes verschwinden? Das ist ein Rätsel, so viel steht fest. Apropos Rätsel, was gibt es heute Abend zum Essen? Wir werden überall suchen müssen. Überall? Du meinst nach dem fehlenden Zug? Welchen Zug? Speedy, ich sprach von Lucille, sie wird vermisst. Oh, bist du sicher? Nein, ich fand's nur lustig, so etwas zu sagen. Mir ist gerade was eingefallen. Sie könnte in den verschwundenen Zug stecken. Was? Und so beginnen die Pizzacats ihre Suche nach Lucille im tiefen, feuchten Dunkel der furchtbar gefährlichen Tunnel. Entschlossen, ihren Verbleib auszumachen. Während Speedys Helmlampe das Dunkel durchdringt, wird ihnen klar, dass er immer noch nicht weiß, was Polly zum Essen servieren wird. Es ist absolut unmöglich, dass ein ganzer U-Bahn-Zug verschwindet. Er muss irgendwo hier unten sein. Er muss! Anders als könnte es sich um ein Monster oder UFOs oder Mutanten handeln, wer weiß. Das hier ist ein Comic, die können machen, was sie wollen. Unsere Helden können nicht ahnen, dass das Objekt ihrer Suche nur wenige Meter entfernt ist. Ruhe! Es gibt eine Menge zu graben und ihr seid diejenigen, die es tun werden. Ihr sollt arbeiten, bis ihr umfallt, sonst werde ich. Und nun ist es Zeit zu beginnen. Sind alle meine Roboter bereit? Und nun der Pickel. Ausgezeichnet. Fang an. Ah!
an Tunnelfieber. Fetzig, was? Jetzt bist du dran. Oh. Nicht reden, nicht beschweren und nicht rauchen. Ah! Unterdessen im Hauptquartier der Bande. Nun, Jerry, was hört man von Übelkrähe? Und was macht der Tunnel? Läuft alles nach Plan? Sie sind beinahe am kaiserlichen Tresor angelangt. In wenigen Stunden werden wir Zugang zur Schatzkammer des Kaisers haben. Und nachdem wir das Gold gestohlen und durch den Tunnel geführt haben, wird das Rätsel des fehlenden Schatzes nie gelöst werden. Das perfekte Verbrechen. Ich werde alle meine Kreditkarten bezahlen und mir wieder Einzelhandelspreise leisten können. Wissen Sie, was wir als erstes tun? Wir werden ein ganz bestimmtes Pizza-Restaurant kaufen und uns der Samurai-Pizza-Kette entledigen. Ich bringe das wohl lieber zur Bibliothek zurück. Wir wollen doch nicht, dass es überfällig ist. Unterdessen sind die erschöpften Passagiere an die Grenzen ihrer Kraft geraten. Ach, sie ernsthaft? Ich bin ein alter Mann, meine Liebe. Mein Körper wurmt nicht mehr als früher. Ich werde Ihnen helfen. Oh, hier habe ich einen. Ah, Unsinn! Ich sagte, wurmt mich und nicht, dass ich einen Wurm bin. Hey, weshalb arbeitest du nicht? Auf Anweisung meines Arztes. Er hat mir gesagt, dass ich Anstrengungen unterlassen soll. Das hat er gesagt, weil er weiß, dass du ein Vollpass bist. Die massive Explosion zerstört den Palast von Lady Vi. Hey, das ist nicht fair. Nun muss ich wieder von vorn anfangen. Unterdessen in der feuchten und gefährlichen Dunkelheit der unterirdischen Tiefen. Was ist denn jetzt? Jetzt ist meine gute Laune vorbei. Oh, jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Jetzt platzt ihr gleich wieder der Kragen. In einem nahegelegenen Tunnel hat Speedy eine plötzliche Einsicht. Polly, du hast mir heute noch gar nicht erzählt, was es für eine Pizza zum Essen gibt. Sardellen mit Joghurt. Auf einmal erscheint eine Spur zu dem Verbleib von Lucille. Hey, seht mal, das ist eine von Lucilles Raketen. Sie ist so schnell vorbeigeflogen. Bist du sicher, Speedy? Oh, jetzt schon. Hey, ihr beiden, seht euch das an. Was ist denn, Polly? Ein geheimer Tunnel. Ich wette mit euch, dass der Zug dort unten ist. Lasst uns nachsehen. Oh, oh. Können wir das nicht später tun? Würde ich auch vorschlagen. Es ist ein angespannter Moment für die Samurai-Pizza-Cats. Wird es unseren Helden gelingen, dem tödlichen Geschoss zu entkommen? Was soll der Vortrag? Uns bleibt keine andere Wahl. Unsere Helden befinden sich scheinbar in großen Schwierigkeiten. Mann, uns geht's gut, glaube ich. Nun, da wir jetzt gegessen und uns gestärkt haben, ist es wohl an der Zeit rauszugehen und Lucille zu retten. Wir werden Charlie Übelkrähe und sein Raudi schon zeigen, was passiert, wenn man sich anlegt mit den Samurai. Pizza! Sie machen tolle Pizza, aber das ist längst nicht alles. Samurai Pizza Cats? Aha, sie sind immer kampfbereit. Ein Anruf genügt. Samurai Pizza Cats? Sie wissen, wie man den schrägen Vögeln die Tour vermiest. Darum tu, was sie dir sagen, wenn du keinen Ärger kriegen willst. Samurai Pizza Cats? Also komm ihnen nicht in die Quere. Oh, ich liebe diese Katzen. Sind in der Kanalisation. Viele brauchen eine zweite Arbeit, um die Miete bezahlen zu können.